Ja! Ja, 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 ja! Jetzt kommt wieder der nächste, was soll denn das? Mann! Lasst mich doch in Ruhe! Hey ho, Minecraft-Freunde! Willkommen zu einer Runde Minecraft Bed Wars! Wir sind hier gerade schon mitten im Geschehen. Hey und tschüss! Wir spielen hier in Team Blau. Kurze Zusammenfassung der Lage. Die Runde hat schon begonnen. Wir haben ein paar Items im Inventar. Und ich möchte gerne... Oh mein Gott, da kommt der Nächste! Und er hat es überlebt! Oh mein Gott! Naja, auf jeden Fall möchte ich gerne heute die ganzen neuen Items, die es in Bed Wars gibt, ausprobieren. Und schau... Okay, er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Ich möchte gerne heute die ganzen neuen Items, die es so gibt, ausprobieren. Zum Beispiel haben wir hier diese, ja, selbstverschwindenden Blöcke. Davon hole ich mir mal ein paar. Wir haben aber auch hier, ich brauche auf jeden Fall Eisen dafür noch, zum Beispiel diese Silberfischblöcke. Mega geil. Die um das Bett rumbauen. Ich glaube, dann ist das Bett richtig gut geschützt. Dafür brauchen wir noch Eisen. Dann eben auch die Eisblöcke, die sind ja auch neu. Sowie auch hier der Spion. Den müssen wir auch auf jeden Fall heute mal in dieser Folge ausprobieren. Wir haben motivierte Teamspieler anscheinend, die ganze Zeit bei sich hier, bei uns hier in der Basis hängen. Ist ja auch schön, muss man sagen. Kleines Restaurant, ein paar Burger mal snacken, kann man machen. Gold bleibt ja auch noch liegen, okay. Also ich würde sagen, oh, wir müssen uns beeilen. Denn da kommt ein Router und der Rote, wo ist unser Bett eigentlich? Da. Der sollte hier nicht so am besten hinkommen. Der sollte hier nicht... Oh, guck mal, der ist runtergefallen. Ich hole mir mal eben... Wehe, er baut jetzt das Bett zu mit den Blöcken. Nein, tu es nicht. Tu es nicht, nein. Wir werden hier die besten Blöcke natürlich für nutzen. Nämlich diese. Die muss der Gegner einfach abbauen. Einen davon. Und dann kurz vorm Bett wird er so... Oh nee, jetzt muss ich... Ah ne, ich kann ja noch darüber springen. Ich baue das Bett mal ein. Sowas mache ich normalerweise nie. Aber Freunde, heute werden wir mal uns darum kümmern. Guck mal hier, man kann den Block jetzt so schön setzen, damit alles da ordentlich bleibt. Alles ordentlich und strukturiert. Oh, da kommt schon einer reingelaufen gerade. Oh, oh, oh. Jetzt müssen wir uns beeilen. Da sind schon Gegner bei uns. Das wollen wir natürlich nicht. Verschwindet von unserem Grundstück. Hier sind irgendwo die Gegner. Hier sind irgendwo die Gegner. Bett, ja, habe ich eingebaut. Hab ich alles eingebaut? Oh nein, da ist ein Roter. Aber er guckt euch das an. Guckt euch das an. Er ist nicht an unser Bett rangekommen. Er ist nicht an unser... Ja, er ist nicht an das Bett rangekommen. Durch die Silberfische. Jawohl, ja. Genau das wollte ich doch erreichen. Aber wie ist er da reingekommen? Der muss sich ja... Hä? Über das Dach geht ja nicht. Oder geht... Ist irgendwie neuerdings ein Zugang? Nee. So, Team Grün hat schon mal ihr Bett verloren. Das ist gut. Ich kaufe mir hier direkt nochmal diese Silberfischblöcke. Die sind mega gut, wie man gerade gesehen hat. Und darum geht es heute in dieser Folge. Wie gesagt, dass wir einfach mal die neuen Blöcke ausprobieren. Schauen, wo wir damit hinkommen. Und ja, wir geben einfach mal unser Bestes. So. Also, ich würde sagen, wir bauen einfach hier von den Blocken. Leider erkennt man die so ein wenig, ne? Wenn man sich das hier gerade mal anschaut. Aber egal, der hat sich ja eben hier an der Seite lang geschlichen. Würde ich sagen, da kommt noch so einer hin. Wie, oh, habt ihr das gesehen? In der Luft. In der Luft haben wir ihn weggeklatscht. Geh weg hier von unserer Insel. Du Halunke. So geht das nicht. Mann, 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 der Gomme ist heute im Verteidigermodus. Hier an unser Bett kommt keiner. Die anderen Teams sind zwar gefühlt ziemlich gut, aber auch wir können uns hier verteidigen, wie man sieht. Wir holen uns mal eben schnell einen Bogen. Ey, nein, jetzt nicht. Jetzt nicht. Ich hatte gerade meine 4 Gold in der Hand. Ich hatte gerade meine 4 Stücke Gold. Mann. So, der ist runter. Oh Mann, was mir gerade aufgefallen ist, ich weiß nicht wieso, aber meine Sneak-Taste funktioniert nicht. Jetzt geht sie wieder. Lol, das lag am Profil meiner Tastatur. Hä? Ich bin nämlich eben gerade runtergefallen, weil ich, ja, nicht wirklich gut sneaken konnte. Nein! Das gibt's nicht. Okay, jetzt müssen wir uns, unser Bett ist weg. So, hier, kommt. Leute, wir werden jetzt mal hier zum Geist. So. Schaut euch das mal an. Wir können jetzt sehen, okay,
alle Teams haben noch Spieler. Jetzt kommt er hier zu uns gelaufen. Deren Bett ist aber nicht großartig eingebaut, wie man da unten sieht. Ansonsten in der Mitte, wie viel Gold liegt hier? Hier liegt noch einiges an Gold. All das sehen wir gerade nur dank dem Spion-Kit. Nein, und jetzt muss ich hier zurück mal eben. So. Nein. Nein, 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 nein. Wartet, ich mach das. Komm, wir beide machen das. Hä? Alter. Nein! Okay, und jetzt geht es einfach mal weiter hier auf einer 8x1er-Karte. Das heißt, hier kann uns keiner dazwischen funken von irgendwelchen anderen Teamspielern. Wir haben immer schön 1 versus 1 Duelle hoffentlich. Und so soll das doch auch sein. Okay, Bett bauen wir später zu, wenn ich Eisen habe. Das reicht mir noch nicht. Da werden wir schön hier diese 4 Fenster mit den Silberfischblöcken zubauen. Aber erst später. Deswegen erstmal ab zum Nachbarn. Oh, guck mal, dann... Zum Glück haben wir diese Insel erwischt. Anscheinend ist unser Nachbar auf der Seite nicht so ein Fast-Butcher wie die anderen, denn da drüben und da, da geht es ja schon richtig ab. Bei uns hier ist es etwas gelassener, etwas ruhiger, besonderer, schöne Ruhe ist hier angesagt, Nachbarschaftsliebe. Das ist doch das, was wir wollen. Und wir gehen da jetzt rüber und nehmen ihm sein Bett weg. Er hat uns noch nicht bemerkt. Ich glaube aber schon, dass er weiß, dass wir hier rüberkommen. Er weiß es immer noch nicht, er baut wahrscheinlich gerade einfach sein Bett zu. In weiser Voraussicht. Nee, er hat sich schon ein Schwert gekauft. Hey! Oh, komm, 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 komm. Ja. Oh nein! Nein, nein, er hat schon eine Spitzhacke sich gekauft. Oh Mann, aber er ist cool drauf, er ist cool drauf. Den können wir, da haben wir nämlich schon mal gleich direkt 2 Eisenquellen. Wenn wir sein Bett weggeholt haben. Das wäre vielleicht ein bisschen cooler gewesen. Bam! Bam! Und er ist runter. Und wir! Er ist so mit dem richtigen Bogen gerade runtergeflogen. Runtergeflogen. Die Hamburger sprechen so. So. Und jetzt darfst du nochmal runterfliegen. Mann, er tut mir ein wenig leid, aber... Hey! Daraus lernt man, dass man vielleicht doch mehr die Gegner beobachtet und nicht erst auf den letzten Drücker so. Okay. Wir haben ja schon mal einiges an Eisen. Davon hole ich mir jetzt meine Lieblingsblöcke. Bam, direkt 11 Stück. 8 hätten auch gereicht. Aber wisst ihr was, wir haben ja hier drüben schon wieder Eisen rumliegen. Und hier in Bedwars bringt das große Sparen jetzt am Anfang, glaube ich, nicht gerade viel. So, ich bin momentan richtig in Bedwars-Laune. Seht ihr ja, denke ich, daran, dass etwas mehr Bedwars zurzeit auf dem Kanal kommt. So, hier nehme ich normale Blöcke. Klar, konnte ich da auch... Wenn ich ganz schlau wäre, eigentlich hier diese Blöcke nehmen. Na, die hier, die Endsteinblöcke. Aber so schlau bin ich ja auch nicht immer. So, jetzt haben wir hier ganz viele verschiedene Sicherheitsvorkehrungen für unser Bett. So muss das sein, damit wir auch in Ruhe schlafen können. So, übrigens, ne, ich hatte euch ja mal die Geschichte erzählt von meinem Nachbarn in einer der letzten Bedwars-Folgen, wo ich euch auch abgespielt habe, was da für Geräusche von dem kommen. Die Geräusche, er bohrt da immer noch jeden Morgen. Er bohrt, ich kann momentan nicht richtig ausschlafen oder vernünftig schlafen, weil jeden Morgen geht ziemlich früh dieses Gebohre und Gehämmer wieder los. Und da denke ich mir immer nur, wo bin ich hier? Mann, lass mich doch schlafen. Bitte, bitte, noch eine Stunde länger, das wird schon reichen. Aber nein, er hämmert wieder Weltmeister und lässt mich nicht in Ruhe. Der spielt auch irgendwo, muss man sagen, Bed Wars mit mir. Ja. Anders kann ich das nicht beschreiben. So. Mann, Mann, Mann. Ich habe mir noch gar nicht Gedanken gemacht über die Mitte. Jetzt gerade kommt der eine Gegner. Und da von rechts kommt, glaube ich, auch nochmal. Kommt auch nochmal gleich einer. Jeden Moment könnten wir unseren letzten Atemzug in dieser Bedwars-Runde machen. Oh Mann. Oh Mann. Und ich noch am Anfang dieser Runde vorhin. Wir haben immer schön 1 versus 1 Duelle hoffentlich. Oh Mann, und ich noch am Anfang der Runde vorhin so, ja, hoffentlich habe ich nur... Hoffentlich habe ich nur 1 versus 1 hier, aber nein. Oh, jetzt komm. Silberfische. Schlag zu. Schlag zu. Ja! Ja, 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 ja. Jetzt kommt wieder der nächste, was soll denn das? Mann, lass mich doch in Ruhe. Hey, das gibt's doch wirklich nicht.
Das gibt's doch gar nicht. Aber unsere Sicherheitsvorkehrungen hier haben wieder mal super gehalten. Mann, das gibt Rache und ich noch am Anfang der Runde spreche von 1 vs 1 Situation in der Hoffnung, dass nicht irgendwie 2 vs 1 kommt. Natürlich kommt genau das dann jetzt hier. Klar, warum nicht? So Freunde, jetzt greifen wir mal an. Unser Inventar ist noch richtig, richtig ungeordnet. Als Zuschauer regt mich sowas immer auf bei YouTubern, wenn ich da so ein Inventar sehe wie bei mir gerade. Da sage ich mir immer, legt euch das doch mal jetzt zurecht da. Oh, Gomez Moves hier. Oh, wir sind höher, glaube ich sogar. So, oh nein, ich habe die Schuhe nicht. Ah, hätte ich mir mal diese... Nein, er lebt auch noch. Hätte ich mir mal nur diese No-Knockback-Schuhe gekauft. Nee, 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 nee. Nein, nein, was soll die Kacke? Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Jetzt brauche ich nochmal den anderen Gegner hier, bitte. Ach, Mann, 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 Mann. Unser Bett ist weg. Mann, oh. Der hätte ich ihn beinahe noch weggehauen, aber wir sind rausgeflogen. Ja, das waren 2 Runden Bed Wars heute mal, die ich jetzt zwar nicht gewonnen habe, aber es ging mir ja auch viel mehr darum, um euch mal die neuen Blöcke vorzustellen, die es hier so in Bed Wars gibt. Und ich glaube, man hat ziemlich gut erkannt, was man damit so machen kann und was es da so jetzt für Möglichkeiten gibt. Und es gibt sicherlich noch viel mehr, da hätte ich noch mehr machen können, aber das hebe ich mir für die anderen Bed Wars Runden auf. Tja, Freunde, das wär's dann für diese beiden Runden Bed Wars. Wenn sie euch gefallen haben, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und sage, schönen Tag euch noch, haut rein und tschö mit Ö.